Wir sehen hier eines der ersten 5 Exemplare von Max Beckmanns Apokalypse mit den vom Künstler eigenhändig kolorierten Lithografien. Max Beckmann befand sich nach öffentlicher Diffamierung seiner Person und seiner Kunst durch die Nationalsozialisten 1941 bereits 4 Jahre im Amsterdamer Exil, als er von seinem Unterstützer Georg Hartmann den Auftrag erhielt, Illustrationen zur Apokalypse zu schaffen. Der passionierte Kunstsammler und Mäzen Hartmann war seit 1898 Besitzer der Bauerschen Schriftgießerei in Frankfurt, unter deren bibliophilem Buchprogramm die Apokalypse erscheinen sollte. Die Schaffung der Apokalypse war zur damaligen Zeit ein heikles und geheimes Unterfangen, glückte aber mit beidseitiger Anstrengung im Jahr 1943. Beckmann illustrierte die Offenbarung des Johannes zum Luthertext und seine Zeichnungen wurden nach Deutschland geschmuggelt. Nur wenige Buchexemplare wurden von Beckmann selbst koloriert und bei manchen ist es bis heute nicht ganz geklärt, ob das Kolorit von seiner oder von anderer Hand stammt. Da alle Publikationen, die in 25 oder mehr Kopien erstellt wurden, dem Minister für Propaganda vorgelegt werden mussten, lag die offizielle Edition der Apokalypse bei 24 Exemplaren. Inoffiziell wurden noch 17 weitere Exemplare und einige Bildfolgen gedruckt. Sicher ist, dass die ersten 5 Exemplare von Beckmann selbst koloriert wurden, also auch das hier vorliegende Exemplar Nummer 5 für Ernst Fischer, den Schwiegersohn des Herausgebers Georg Hartmann. Dieses seltene Exemplar des großartigen Spätwerkes von Max Beckmann wird auf unserer Auktion am 27. Mai 2024 versteigert.